Ich habe gestern ziemlich viel Geld in Flüssigkeit investiert. Wodka, Kirschmaß, Abgetränk. Schön essen gehen, trinken. Bier und ganz zum Schluss, wenn man auf dem Weg zum Hotel ist, dann halt was zum Essen. Ne? Essen habe ich gestern verpasst. Den Zug, der ist abgefahren. Man kauft wie hier der Spaß. Einfach Brillen, es ist einfach cool. Brillen auch, ja. Am Ballermann wird gefeiert. Doch was kostet das eigentlich? Focus Online fragt bei Urlaubern nach, was sie hier am Tag ausgeben. Bei mir hat die erste Nacht 300 Euro gekostet. Ich meine, hier gibt es Leute, die geben wahrscheinlich auch mehr aus, weniger aus. Ich weiß nicht, die Frauen haben, glaube ich, einen Bonus. Die kriegen auch öfters was ausgegeben als die Männer. Also meine erste Nacht war 300 Euro auf jeden Fall. Boah, gestern waren es 300 Euro. Also ich habe gestern 200 Euro losgehabt. 100 Euro. Aber mit Essen. Okay, also schön essen gehen, trinken. Ansonsten, wenn man studentisch unterwegs ist, kann man auch sich selber kochen, aber wer hat da schon Lust drauf, ne? Ich habe, glaube ich, 100 Euro ausgegeben, gestern nur für Alkohol, ne? Nein, kommt ganz drauf, ich würde mal sagen, so 200 Euro, 250 Euro, je nachdem. Also ich habe mit Leuten geredet, die haben in 3 Tagen 1500 Euro hier ausgegeben. Ja, ohne Quatsch, das ist jetzt wirklich keine Lüge. Ja. Gestern waren es 170 und die letzten Tage, man muss für 4 Tage einfach 600 bis 700 Euro muss man rechnen. Aber was kostet die Welt letztendlich? Wenn morgen der Tag vorbei ist, dann bringt dir das Geld nichts, aber du hast deinen Spaß. Ja, wie kommt man denn zum Ballermann, dass man aufs Geld achtet, oder? Aber ich glaube, als Typ mit einer Erwartung zu kommen, ja, mit 50 Euro, ich mache mir einen netten Abend, könnte knapp werden. Aber das wissen ja schon die meisten.